Hallo zusammen, da seht ihr meine Hope. Mich seht ihr nicht, aber den Arctic Circle Center. Wieder ein Etappenziel erreicht, was mich sehr freut. Und das bei dem Bombenwetter. 17 Grad, blauer Himmel, Sonnenschein. Da muss ich erst am Polarkreis fahren, um gutes Wetter zu haben. Schon merkwürdig. Auch dies ist jetzt wieder so ein kleines Highlight für mich. Und ich hoffe für euch auch. Auf dieser Norwegen-Reise. Herrlich. Aber auch der Weg hierhin war schon traumhaft. Wenn ihr mal hier so das Umland seht, werdet ihr wahrscheinlich verstehen, was ich meine. Und es ist auch nicht ganz viel los. Muss man ja auch mal sehen. Ne? Das ist ganz gut, wenn man erst im August hier ist. Und hier geht's gleich rein in die heiligen Hallen. Polarsirkelen. Aber erstmal hier draußen eine Runde drehen. Bisschen bewegen, bisschen frische Luft schnappen. Hier vor dem Nordkap ist nochmal so ein russisches Ehrenmal für die gefallenen Krieger vom 24. Juni 1945 in Mo i Rana. Und jetzt geht's einmal hoch dort zu den kleinen Felsenfeldern, wo die ganzen Türmchen stehen und dem Symbol dort. Jetzt hat man schon einen schönen Blick auf diesen Engel, würde ich mal sagen. Vielleicht soll es auch einfach die Himmelsrichtungen sein. Ich werde es gleich mal lesen. Aber mein erster Eindruck war ein Engel. Also hier an diesem Symbol steht jetzt nichts Genaues dran. In der Mitte unten ist auf jeden Fall die einzelnen Himmelsrichtungen gezeigt. Oder werden dort angezeigt. Und rundum sind so die einzelnen Kommunen wie Narvik, Svenes, Andøy, ne? Hier so alles einmal aufgelistet. Könnte ein bisschen frische Farbe brauchen. Aber es tut dem Ganzen mehr nichts ab. Also so von der Atmosphäre irgendwie ganz toll. Und dieses Feld hier mit den Steintürmchen gefällt mir auch wieder sehr gut. Ja, und landschaftlich auch in diese Richtung, das hat man jetzt gerade unten vom Parkplatz noch nicht so gut gesehen. Wunderschön. Ja, hier werde ich auch bleiben. Es ist zwar erst Mittag, aber den Tag gönne ich mir. Vielleicht gucke ich mal, ob man da oben zu den Schneefeldern hochgehen kann. Geht bestimmt irgendwie. Und wenn nicht, einfach nur ein bisschen hier das Ganze drumherum genießen. Ja, hier steht auch nochmal schön erklärt, dass dieses Solsfjeld ein, oder ich lese es einfach mal vor. Saltfjeld Svartisen ist eines der größten Gebirgszüge in Norwegen, der von technischen Eingriffen so gut wie unberührt ist. Der Nationalpark und die übrigen Naturschutzgebiete wurden 1989 errichtet und erstrecken sich in einem Ausmaß von 2770 Quadratkilometern von der schwedischen Grenze bis zur Küste. Im östlichen Teil liegt das ca. 580 Quadratkilometer große Landschaftsschutzgebiet Saltfjeld. Da ist das Ganze mal gezeigt, auf der ganzen Fläche. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, ne? Fast 3000 Quadratkilometer groß. Wahnsinn. Ach, und da drüben haben sie ein Peace-Zeichen gelegt, das finde ich auch schön. Mal schauen, ob ich das so ein bisschen ranzoomen kann. Ja, jetzt erkennt man es ganz gut. Sehr, sehr schön gemacht. Und wie immer, wenn solche kleinen Haufen sind, gehe ich zu dem kleinen hin und lege auch einen dabei.
Ihr wisst ja, ein gutes Karma und so. Ja, und jetzt geht's einmal rein. Da muss ich doch das ein oder andere bestellte Mitbringsel besorgen. Und bin auch selber überrascht, ob vielleicht noch irgendwas Spezielles drin steht, so rein informativ. Und nicht nur die übliche Souvenirmeile. Aber es sieht schwer nach Souvenir- und Futtermeile aus. Was aber auch nicht dramatisch ist. Doch, ein paar Sachen stehen hier auch, zum Beispiel die Mitternachtssonne erklärt und solche Annehmlichkeiten. Ja, ansonsten brauche ich hier, glaube ich, nicht weiter füllen. Wobei den Eisbären und den Elch nehme ich nochmal mit drauf. Ach, Polarfuchs und so weiter, ja gut. Ja, lebend wären sie mir lieber. Ja, und den hatte ich jetzt schon in Natur gesehen. Leider am Straßenrand während der Autofahrt und nicht vor die Kamera gekriegt. Und was man auch nicht vergessen sollte, den Besuch im Kino, wenn man schon mal hier ist. Ja, ich denke mal, mit dem Bild hier vom Polarzirkel 1937 wurde das Denkmal aufgestellt. Werde ich das Video jetzt beenden? Ich bin durchaus begeistert. Kann vielleicht der ein oder andere nicht verstehen. Ist aber auch so der Gesamteindruck hier wahrscheinlich. Mit dem Licht, die Sonne ist toll. Ja, das Drumherum. Es ist einfach herrlich und super entspannt irgendwie. Deswegen werde ich mich jetzt hier windgeschützt in die Sonne setzen und einfach den Tag noch genießen und morgen mal schauen, was mich hier erwartet.